Schaffst du es eigentlich in der Telefonakquise so ins Gespräch einzusteigen, dass deine Gesprächspartner nicht direkt mit Ablehnungen und Einwänden reagieren, sondern dass sie sich für das Gespräch öffnen, dass sie ein bisschen neugierig werden und dass sie dir auf jeden Fall zuhören? Denn das ist die erste Hürde, die man in der Kaltakquise nehmen muss und das ist eben das, wo die allermeisten direkt scheitern. Weil das Problem ist, wenn du keinen guten Gesprächseinstieg hast, bekommst du innerhalb der ersten 10, 20 Sekunden gleich Einwände und dann ist das Gespräch immer schneller vorbei, als man es sich eigentlich gewünscht hat, bevor man so richtig zum Thema gekommen ist. Sagt der Kunde schon kein Interesse, kein Bedarf, keine Zeit und so weiter und so weiter. Das wollen wir vermeiden und deswegen zeige ich dir heute den idealen Gesprächseinstieg. Ich zeige dir sogar zwei Varianten, die du branchenübergreifend für dich benutzen kannst, womit es dir in Zukunft gelingen wird, deine Gesprächspartner fürs Gespräch zu öffnen, sodass sie dir zuhören und du dann wirklich die Möglichkeit hast, in einer angenehmen Gesprächsatmosphäre, die du erzeugst, die Leute neugierig auf dein Angebot zu machen, aktiv Bedarf zu wecken. Und wie das genau funktioniert, das gucken wir uns jetzt an. Also insgesamt besteht ein Akquisegespräch bei mir immer aus 5 aufeinander aufbauenden Schritten. Und der Gesprächseinstieg umfasst die ersten 2 Schritte. Das heißt, Schritt Nummer 1, was natürlich immer mit dabei ist, ist eine Begrüßung. Wir rufen an, der Gesprächspartner geht ans Telefon, sagt, Maya, hallo. Und jetzt musst du den irgendwie begrüßen. Was ist wichtig bei der Begrüßung? Naja, ich schreibe es hier mal hin, das sieht erstmal ganz unspektakulär aus, steckt allerdings einiges drin. Hallo Herr, beziehungsweise natürlich auch Frau. Hier ist Vorname, Nachname, also dein Vorname, dein Nachname. Und dann packst du hinten dran noch eine Grußformel, zum Beispiel Grüßi. Hallo Herr Meier, hier ist der Julian Mahnken, Grüßi. So, was steckt hier drin? Warum machen wir es genau so und nicht anders? Naja, das erste Gesprächsziel, was du immer hast, ist, dass du die volle Aufmerksamkeit deines Gesprächspartners bekommst. Weil dein Gesprächspartner rechnet gerade nicht mit deinem Anruf, das Telefon klingelt, der geht ran, der weiß nicht, wer dran ist und der ist sehr wahrscheinlich gerade in irgendeiner anderen Sache vertieft gewesen, hat sich vielleicht irgendwie mit seiner Excel-Tabelle auseinandergesetzt, war gerade im Mitarbeitergespräch, hat irgendwas anderes gerade gemacht und das, was du als erstes schaffen musst, ist, dass du seine Aufmerksamkeit bekommst. Wie kriegen wir das hin? Die Aufmerksamkeit von Menschen bekommst du immer, indem du sie direkt mit ihrem Namen ansprichst. Kurzer Test, stell dir mal vor, du läufst bei dir im Ort durch die Fußgängerzone und du bist vielleicht tief in deinen Gedanken oder im Gespräch mit jemandem und plötzlich ruft jemand durch die Fußgängerzone deinen Namen. Hey Julian! Was passiert, wenn du deinen Namen hörst, egal wie tief du im Gespräch warst, egal wie tief du in deinen Gedanken warst? Du drehst dich um und du guckst, okay, wer hat mich da gerade gerufen? Das heißt, die Person, nur weil sie dich mit deinem Namen angesprochen hat, hat sofort deine volle Aufmerksamkeit. Und deswegen machen wir das hier zum Start, ganz am Anfang. Hallo Herr Meier, hallo Frau Schmidt. Und danach stellst du dich vor, hier ist Julian Mahnken, Grüßi. Das hier ist funktioniert ein bisschen besser als mein Name ist. Wenn wir es miteinander vergleichen, wann benutzen wir was? Mein Name ist, sagst du tendenziell dann, wenn du komplett fremd bist und dich neu vorstellst. Wenn du aber schon vertraut bist, weil du mit einem Bekannten, mit einem Freund, mit einem Kollegen telefonierst, dann wirst du immer sagen, hier ist Julian Mahnken. Also, wenn du deinen besten Kumpel anrufst, dann sagst du ja nicht, hey, mein Name ist Julian. Dann sagt er, hey, was willst du von mir, ich kenne dich doch. Ja, da sagen wir immer, hey, hier ist der Julian. So. Und deswegen, das hier ist, das verwenden wir einfach ein bisschen im vertrauteren Umfeld. Das baut nicht so die ganz große Distanz auf. Und deswegen nutzen wir das, stellen uns dann mit dem vollständigen Namen vor. Manche stellen sich nur mit ihrem Nachnamen vor, das ist auch wieder so sehr auf Distanz. Das wollen wir eigentlich nicht. Ja? Deswegen stell dich mit deinem Vor- und deinem Nachnamen vor. Du siehst, den Firmennamen lassen wir hier weg. Es wäre grundsätzlich nicht falsch, den zu nennen, aber der Firmenname ist in der Regel eine überflüssige Information. Was meine ich damit? Naja, mit dem Firmennamen kann dein Gesprächspartner sehr wahrscheinlich überhaupt gar nichts anfangen. Das heißt, er kann das gar nicht irgendwo zuordnen, das ist eine fremde Information. Und hinterher, wenn man die Leute befragt, hey, von welcher Firma hat denn der angerufen, haben die Leute das sofort wieder vergessen. Das heißt, es ist die erste Information, die die Leute sofort wieder vergessen. Es ist eine überflüssige Information an der Stelle. Wenn dein Gesprächspartner explizit nachfragen sollte, hey, von welcher Firma rufen Sie denn an, kannst du dem das ja sagen. Aber es fällt hier eigentlich niemandem auf, dass du es weglässt und es wird, wenn du den Firmennamen nennst, sowieso sofort wieder vergessen. Und es ist eine fremde Information, die Leute können gar nichts damit anfangen. Also nicht falsch, den zu nennen, aber du kannst den aus der Erfahrung heraus ja auch einfach rauslassen. Und dann haben wir am Ende nochmal hier das Grüßi, also eine Grußformel, obwohl wir am Anfang mit dem Hallo ja schon mal eine Grußformel hatten. Warum machen wir das am Ende nochmal? Ganz einfach, weil wenn du hier das Grüßi hinten dran packst, und das ist übrigens austauschbar, du könntest auch Servus oder Hallo oder Moin oder irgendwas anderes sagen anstelle von Grüßi, aber indem du Grüßi am Ende nochmal sagst, so eine Grußformel bringst, provozierst du so ein bisschen so eine Grußerwiderung, dass der sagt, ja, Grüßi auch, ja, hallo. Und dadurch, dass du die Grußerwiderung bekommst, entsteht hier zum ersten Mal ein Dialog.
Das heißt, dein Gesprächspartner meldet sich, der sagt was, dann sagst du was, dann sagt der wieder was, jetzt sagst du wieder was. Es entsteht ein Dialog und das ist wichtig, weil Dialog ist immer angenehme Gesprächsatmosphäre. Monolog ist immer unangenehm für denjenigen, der vollgequatscht wird. Und das ist der Fehler, den ganz, ganz viele machen, dass sie hier in einen Monolog starten. Hallo Herr Meier, hier ist der Julian Mahnken, ich grüße Sie. Herr Meier, ich rufe Sie heute an, weil wir haben XYZ als Thema und da sind wir spezialisiert, deswegen da würde ich gerne mal... Also so bitte nicht ins Gespräch einsteigen. Ja, weil das ist ganz unangenehm für deinen Gesprächspartner, der fühlt sich von dir einfach so ein bisschen überfallen und wir wollen hier eine angenehme Gesprächsatmosphäre aufbauen. Auf der Basis wird es dir auch viel leichter fallen, deinen Gesprächspartner durch das Gespräch dann auch zu führen. Und deswegen hier die Kleinigkeit, hinten nochmal die Grußformel, dass hier einfach so ein Dialog entsteht. Dann haben wir die zweite Gesprächsphase von 5 und das ist dann der eigentliche Gesprächseinstieg. Was sagst du da direkt nach der Begrüßung? Ja, wir haben ja gerade schon mal gesagt, überfall den Gesprächspartner nicht, mach keinen Monolog draus, sondern behalte diese angenehme Gesprächsatmosphäre bei und schaff's irgendwie, dass der sich für das Gespräch öffnet. Stell dir mal vor, du läufst nochmal bei dir im Ort durch die Fußgängerzone und jetzt kommt eine fremde Person auf dich zu und fängt an, dich ungefragt voll zu quatschen. Das heißt, fängt an und überfällt dich und sagt, ah, ich muss hier mal ganz kurz stoppen, weil wir sind hier heute in der Fußgängerzone, wir haben da so ein ganz besonderes Angebot, das würde ich Ihnen gerne mal zeigen, das dauert nur 5 Minuten, wenn Sie kurz mitkommen, dann... Versetz dich mal in diese Lage, wenn so jemand auf dich zukommt, dann ist es tendenziell so, dass du mit Ablehnung reagieren wirst, dass du sagen wirst, ich habe keine Zeit, ich muss weiter, obwohl du vielleicht Zeit hast, weil du dich so ein bisschen überfallen fühlst. Weil es einfach unangenehm ist, dieses Gespräch so auf diese Art und Weise zu führen. Du magst es nicht gerne, überfallen zu werden. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, beim Gesprächseinstieg jetzt nicht direkt dem irgendeinen Pitch um die Ohren zu hauen. Das machen ganz, ganz viele. Ja? Herr Meier, Sie haben folgenden Vorteil von unserer Leistung, weil wir machen das so und so und das machen wir sowieso auch schon für Firma ABC. Also bitte so nicht ins Gespräch einsteigen. Bitte so nicht ins Gespräch einsteigen. Ich gebe dir 2 Varianten mit, wie du es machen kannst. Variante Nummer 1. Viele kennen es, diesen Klassiker, darf ich gleich zum Punkt kommen? Das würde ich jetzt so heute nicht mehr sagen. Aber psychologisch gesehen, viele kennen das, ja, darf ich gleich zum Punkt kommen? Die Antwort wird immer Ja sagen, zumindest wenn du es richtig rüberbringst mit deiner Stimme, wird die Antwort immer Ja sein und dein Gesprächspartner öffnet sich für das Gespräch. Darf ich gleich zum Punkt kommen, ist mittlerweile, weil es so viele kennen und auch schon über viele Jahre das sehr verbreitet ist, diesen Satz an sich, so würde ich dir nicht mehr sagen. Aber du kannst ja zum Beispiel den ein bisschen umformulieren und sagen zum Beispiel, hey, darf ich gleich sagen, mit welchem Thema ich anrufe. So, ich kürze das mal ein bisschen ab. Ja? Darf ich gleich sagen, mit welchem Thema ich anrufe? Menschen sind neugierig, Menschen wollen das natürlich wissen. Und wenn du es richtig rüberbringst mit der Stimme, ist hier in 100% der Fälle die Antwort Ja. Und damit hast du eben diesen Effekt, dass du den nicht gleich überfällst, sondern dass er sich überhaupt erstmal für das Gespräch öffnet und man auch hier erstmal diesen Dialog weiter fortsetzt. Weil jetzt sagt er ja und dann haben wir schon, der hat sich gemeldet, dann hast du was gesagt, dann hat er was gesagt, dann hast du wieder was gesagt, jetzt sagt er wieder was. Wir erzeugen diese angenehme Gesprächsatmosphäre, diesen Dialog, indem wir dem Gesprächspartner auch die Möglichkeit geben, im Gespräch mit uns anzukommen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und jetzt gibt es noch eine zweite Variante, also die ist hier sehr kurz, zu sagen, hey, darf ich gleich mal sagen, mit welchem Thema ich mich heute melde? Jetzt gibt es noch eine zweite Variante, die kann man auch spielen. Ja, und das ist, dass du einfach sagst, ein bisschen länger, Herr Meier, ich mache es gleich ganz offen, das hier ist ein Kaltakquise-Anruf und wir haben jetzt 2 Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer 1 ist, Sie sagen mir, Sie lassen sich von nichts und niemandem überzeugen, Sie lassen sich für gar nichts auf dieser Welt begeistern, Sie haben keine Lust auf so ein Gespräch und dann beenden wir das gerne gleich wieder. Oder Variante Nummer 2 ist, Sie geben mir kurz 30 Sekunden Zeit und ich erkläre Ihnen kurz, was andere Personalvermittler, was andere IT-Unternehmen an unserer Leistung so begeistert. Wie entscheiden Sie sich? Das heißt, du gibst ihm diese 2 Varianten, du bist ganz offen und sagst, hey, das ist ein Kaltakquise-Anruf, wir haben 2 Möglichkeiten. Entweder Sie sagen, ich lasse mich durch nichts und niemanden auf dieser Welt für irgendwas begeistern, dann beenden wir das Gespräch gleich wieder. Oder Sie geben mir kurz 30 Sekunden und dann steigen wir ein und ich sage Ihnen, was andere Personalberater, je nachdem, was er ist, IT-Unternehmen, was andere so an unserem Angebot begeistert. Wofür entscheiden Sie sich? Weil Menschen neugierig sind, werden die allermeisten sagen, ja gut, sagen Sie mal, was Sie da haben. Menschen sind neugierig, jetzt das Gespräch abzubrechen, würde den Effekt haben, dass der jetzt noch minutenlang drüber nachdenkt, okay, was wollte der eigentlich? Also so ein bisschen wollen wir es denn ja auch wissen. Das heißt, du hast da auch wieder den Effekt drin, der öffnet sich für das Gespräch, aus der Neugierde heraus will der jetzt wissen, okay, was ist denn jetzt das Thema, was andere Personalberater schon begeistert hat? Ich will dir auch nichts verpassen, wenn andere da schon, das steckt auch diese soziale Bewährtheit mit drin, ja. So, da hast du eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der eben sagt, ja, schießen wir mal los mit ihrem Thema.
Und wenn er dir das gestattet und dir aktiv diese Erlaubnis für das Gespräch gibt, sozusagen, ja, bitte sagen Sie mir, was Sie für ein Thema haben, dann wird er auch tendenziell dir jetzt wirklich mit dem offenen Ohr zuhören und dich nicht gleich wieder unterbrechen. Das heißt, du öffnest ihn dadurch auch nochmal für das Gespräch. Es sind nur zwei Varianten von ganz vielen, die es gibt. Ja, du siehst hier auf meinem YouTube-Kanal unter anderem auch einige Live-Telefonate, wo ich mal live demonstriere, wie ich telefoniere in der Praxis. Da kannst du mir gerne mal zuhören. Da wirst du noch sehen, dass der ein oder andere zusätzliche Gesprächseinstieg noch mit dabei ist, den man auch spielen kann. Aber das sind eben so zwei Varianten, wie man das hinbekommt, hier einen Dialog aufzubauen und dass der Gesprächspartner sich für das Gespräch öffnet. So, wie geht's dann weiter? Also diese ersten beiden Schritte, die kannst du branchenunabhängig überall benutzen. Vollkommen egal, ob du jetzt Finanzdienstleister bist, ob du ein IT-Dienstleister bist, ob du vielleicht eine Online-Marketing-Agentur hast oder ob du ein erklärungsbedürftiges Produkt hast, ob du dich in einem hart umkämpften Markt bewegst oder. Es ist eigentlich vollkommen egal. Dieser Gesprächseinstieg, diese ersten beiden Schritte, die bleiben immer gleich. Die kannst du immer genauso verwenden und die werden immer super gut für dich funktionieren. Und jetzt machst du den ersten positiven Eindruck. Du stichst so aus der breiten Masse heraus, weil du machst hier etwas, was die breite Masse tendenziell eher nicht macht. Ja, du baust einen Dialog auf, du baust eine angenehme Gesprächsatmosphäre auf. Und jetzt ist es, je nachdem, in welcher Branche du dich bewegst, je nachdem, was dein Thema ist, geht es jetzt hier weiter. Jetzt musst du es natürlich irgendwie schaffen, dein Thema zu nennen. Und jetzt musst du es natürlich auch so rüberbringen, dass du die Neugierde und das Interesse bei deinem Gesprächspartner wächst. Und wenn der für sich den Bedarf noch nicht so klar erkennt, dann musst du auch wissen, wie funktioniert Bedarfsweckung. Ganz, ganz großes Thema. Wie baust du hier Vertrauen auf? Weil du kannst jetzt das tollste Angebot dem rüberbringen. Warum soll der dir das überhaupt glauben, dass das auch tatsächlich so ist? Also viele gehen jetzt hierher und sagen, ich bringe Ihnen neue Kunden, ich spare Ihnen Zeit ein, ich bringe Ihnen die perfekten Mitarbeiter und so weiter und pitchen jetzt hier Ihr Angebot. Aber warum soll der Gesprächspartner glauben, dass du tatsächlich auch diese Leistung liefern kannst? Versprechen kann man ja erstmal viel. Und deswegen misstrauen die allermeisten erstmal am Telefon und hier musst du es genau hinbekommen, das Vertrauen aufzubauen. Da gibt es so ein paar Dinge, ein paar Wordings, die du hier beachten musst. Von der Verkaufspsychologie her, da gibt es Dinge, die du beachten musst. Von der Stimme her, wie machst du es mit der Stimme? Auch hier in den ersten beiden Gesprächsschritten schon sehr, sehr wichtig, dieses Thema Stimme, weil der erste Eindruck zählt gleich. Du wirst gleich in irgendeine Schublade gesteckt. Ja? Und du willst nicht in diese Schublade nerviger Telefonverkäufer rein. Und wenn du wissen möchtest, wie es für dich ganz persönlich hier weitergeht, also für dich in deiner Branche, mit deinem Angebot, mit deiner Zielgruppe, dann lass uns doch mal darüber telefonieren, lass uns doch mal darüber sprechen. Weil du hast nämlich die Möglichkeit, dich unter diesem Video einzutragen für ein kostenloses Beratungsgespräch. Da schauen wir uns mal an, wer ist denn deine Zielgruppe? Was machst du denn? Was ist denn dein Angebot? Wie machst du denn das bisher? Was sind da so die Hürden? Und was ist auch der Weg für dich, dass du hier das Gespräch wirklich so führst, dass du die Leute da abholst, wo sie gerade stehen und dann schrittweise in die Richtung führst, dass der Termin am Ende auch die logische Konsequenz ist. Wenn du da Lust drauf hast, dann trag dich gerne mal ein. Ab dann kann ich dir versprechen, wird es richtig viel Spaß machen, Telefonakquise zu machen, weil du merkst, hey, das funktioniert mit Leichtigkeit. Du kriegst kaum noch Ablehnung. Ja? Die Leute sind locker, die Leute sind entspannt. Ja? Du schaffst es, Interesse bei denen zu wecken, Bedarf bei denen zu wecken. Du schaffst es, die zu begeistern für dein Angebot, das, was die breite Masse da draußen nicht hinbekommt. Dann macht es richtig Spaß, zum Hörer zu greifen. Also wenn du Bock drauf hast, trag dich gerne mal ein. Ansonsten, wenn dir das schon mal geholfen hat, freue ich mich natürlich auch über dein Feedback in den Kommentaren. Gib dem Video gerne einen Daumen hoch, ja? Oder abonniere den Kanal. Noch besser, wenn du sagst, ich habe Lust auf mehr solcher Videos. Ich möchte noch mehr erfahren über Vertrieb und Akquise. Also, du weißt, was du zu tun hast. Ich freue mich, wenn wir uns in einem der nächsten Videos wiedersehen oder vielleicht ja schon bald persönlich hören. In dem Sinne erstmal ganz liebe Grüße, dein Julian.